und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch vier verschiedene Ideen zeigen, wie ihr mit Gläsern, verschiedenen Gläsern, Draht und Perlen süße Windlichter basteln könnt für euren Garten. Genau, ich habe da vier verschiedene Ideen zusammengesammelt, die ich richtig schön finde. Und da ist bestimmt für jeden was dabei. Als erstes fangen wir an mit diesem. Hier habe ich schon mal das Glas. Dann habe ich mir vorbereitet hier ein paar Drahtstränge mit Perlen. Die sind unterschiedlich. Ich habe zwei verschiedene Längen und dann jeweils 8 Stück. Da müsst ihr natürlich gucken, was gefällt euch für euer Glas, welche Länge möchtet ihr, wie groß ist euer Glas. Ich sage euch mal meine Maße. Dieses Glas sind ungefähr 12,5 cm und diese Anhänger habe ich gemacht, ja, ich würde schätzen, der ist ungefähr 10 cm lang und der ungefähr 7,5 ist jetzt nur grob. Aber wie gesagt, da guckt ihr, was ihr möchtet. Ich möchte die jetzt so auch wirklich fast bis auf den Boden hängen haben, die längeren und die anderen etwas weiter oben. Dann habe ich noch Schleifenband, das wickle ich mir nachher oben rum. Und einmal Draht, den ich hier drum mache. Da habe ich mir jetzt an dem einen Ende schon so eine kleine Schlaufe gemacht. Jetzt passe ich mir gleich diese hier noch an und mache mir hier auch nochmal passende Schlaufen. Jetzt seht ihr es. Und die fädel ich mir dann abwechselnd, also immer ein langes und ein kurzes, auf diesen Draht erstmal einfach auf. So, jetzt habe ich mir die alle aufgefädelt und jetzt mache ich mir das erstmal einmal hier um das Glas und drehe mir das hier so ein bisschen ein. Wo ist die Zange? Nicht ganz fest, damit ich die mir noch nachher gleich verteilen kann. Aber so, dass sie dann auch nicht mehr ganz so rumrutschen. Und dass es natürlich hält. So, die biege ich mir gleich alle noch ein bisschen zurecht und nehme jetzt mein Schleifenband. So versteckt man hier oben den Draht. Den könnte man natürlich auch mit Perlen verschönern oder so, je nachdem, wie es einem gefällt. Aber ich fand das mit dem Band ganz süß und das wickle ich mir jetzt ein paar Mal hier drum. Und fertig ist das Windlicht. Ich muss die, glaube ich, noch so ein bisschen biegen. Ihr seht, die stehen hier ab. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man es mit Draht macht. Ihr könnt es natürlich auch mit Band machen. Ich glaube, das wäre fast besser in dem Fall. So, ich fuddel mir das noch ein bisschen zurecht. Aber das ist Idee Nummer 1. Und so soll es dann aussehen. Das sieht dann, finde ich, richtig hübsch aus. Die zweite Idee ist noch einfach, ich habe hier so ein flaches Glas, aber wie gesagt, auch das, guckt ihr einfach, was ihr habt. Dann habe ich hier einmal Draht, da habe ich ein bisschen stärkeren Draht genommen, so viel, dass es einmal hier oben rundherum passt. Auch das drehe ich mir dann jetzt gleich wieder zu. Und auch das dürft ihr nicht zu eng machen, weil da kommt gleich noch was dran. So, dann habe ich hier nochmal Draht und hier habe ich auf der einen Seite schon so eine Schlaufe reingemacht, was sehr klug war, die muss ich jetzt nochmal aufmachen. Und das möchte ich hier so oben drüber, wie so ein Henkel machen. Deswegen ein bisschen Platz lassen, dass man hier dazwischen kommt, zwischen die Perlen. Und genau, ich muss die Schlaufe dann gleich nochmal aufmachen. Dafür biegt ihr euch auch den Draht wieder einmal zur Seite und dann mit der Rundzange, vielleicht schneidet man es erst ab, eine
Schlaufe rein. So, und die brüttelt man sich dann hier zwischen den Perlen rein. Ich glaube, ich muss das noch mal ein bisschen lockerer machen. So, damit man hier zwischen den Perlen so ein bisschen mehr Platz hat. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass es möglichst mittig ist. So, jetzt ziehe ich die Schlaufe auf. So, und dann drehe ich mir die zu. Und dann ist das hier fest. Und dann mache ich auf der gegenüberliegenden Seite das Gleiche. So, dann wird das Ganze ein bisschen rund geformt. Dann setze ich es nochmal hier drauf und jetzt kann ich es nochmal ein bisschen fester zudrehen. Also erst den Henkel dran machen und dann nochmal ein bisschen fester drum ziehen. So, da könnte man dann noch ein bisschen Deko reinmachen und schon ist auch diese Windlicht-Idee fertig. Auch hier könnte man natürlich, wie eben bei dem Windlicht, zwischen den Perlen noch was runterhängen lassen. Also Perlenstränge. Oder man malt sich das an mit Acrylfarbe, mit Window Color, mit weiß ich nicht, was es noch so gibt. Das war die zweite Idee. Die dritte Idee ist ein bisschen aufwendiger. Auch hier habe ich ein Glas, das ist so ein altes Kerzenglas in dem Fall. Und dann habe ich ganz viele Sicherheitsnadeln mit Perlen bestückt. So, und zwar sind das 46 Sicherheitsnadeln. Die haben eine Länge insgesamt, also von hier bis hier, von 3,7 cm. Und ich habe mir hier Perlen drauf gefriemelt. Und zwar sind die 0,5 cm alle breit. Also die hier auch. So sieht es dann von vorne aus. Das habe ich einmal in klar und einmal in rosa. Und dann habe ich nochmal 46, 69 Perlen für rundherum. Und da brauchen wir ein Stück Draht dazu. Da mache ich mir jetzt am Ende eine Schlaufe rein, damit nichts rausfällt, was ich aufziehe. So. Und dann fange ich an und fädel mir die Sachen auf. Und zwar habe ich hier Perlen, 23 Stück. In 10 mm Durchmesser, immer eine Perle und eine Sicherheitsnadel. Wichtig ist, dass ihr die so aufzieht, das hier kommt als erstes, also das nehmen wir in dieser Runde, diese Öse hier unten, diese Drehung. Wichtig ist, dass ihr die so aufzieht, dass die Perlen immer in eine Richtung zeigen, also nicht eine so und eine so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die Perlen müssen alle in eine Richtung zeigen. Und dann immer abwechselnd eine Perle und eine Sicherheitsnadel. Und ich mache das so, dass ich immer klar und rosa abwechselnd nehme. So, wenn ihr die alle aufgezogen habt, dann dreht ihr euch das Ganze zu einem Kreis und macht euch das dann hier zu, so wie eben auch. Man kann das später dann noch ein bisschen zurecht formen. Erstmal ist es wichtig, dass es zusammengedreht ist und das auch ruhig möglichst eng. Also hier brauchen wir jetzt nicht Platz lassen wie eben.
jetzt kommt die nächste Runde. Auch dafür brauchen wir wieder einen Draht. Und auch hier mache ich mir wieder eine Schlaufe am Ende, damit nichts wieder abflutscht, was ich aufgefädelt habe. Ich fange an derselben Stelle an, dann kann man das nämlich später nach hinten drehen, falls man den Draht doch ein bisschen sieht. Hier nehme ich jetzt die anderen 23 Sicherheitsnadeln. Wie gesagt, das sind aber nur meine Maße. Diese Sicherheitsnadeln und also diese Menge an Sicherheitsnadeln, das kommt natürlich alles auf die Größe eures Glases, auf die Größe eurer Perlen und so weiter an. Ich sage euch nur, was ich da habe. Das Glas hat einen Außendurchmesser von ja, grob 7 cm und ist hoch 8 cm. Das ist so ein altes Kerzenglas. Genau, für die mittlere Runde habe ich jetzt etwas kleinere Perlen. Die sind ungefähr 7 mm im Durchmesser. Und aber auch die Sicherheitsnadel. Da nehme ich mir meinen Draht. Wo ist denn jetzt mein Anfang? Hier. Und fange hier an. Gehe da unten durch. Dann nehme ich mir wieder eine Sicherheitsnadel. Auch wieder darauf achten, dass die Perlen in die Richtung zeigen. In meinem Fall jetzt nach oben. Ziehe mir dann das durch diesen dicken Teil. Die Schlaufe ist jetzt hier unten und dann kommt eine Perle dazwischen, eine kleine. Dann wird es hier wieder durchgezogen, wieder eine Nadel, eine Perle, also immer zwei Sicherheitsnadeln, eine Perle. So, wenn ihr das alles aufgefädelt habt, dann wird auch hier der Kreis geschlossen und dann seht ihr schon die Form, die später entsteht. Jetzt müssen wir noch gleich einmal unten durch, wieder mit Draht und den größeren Perlen, so wie hier oben. Ihr seht, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar, wo ist denn der Anfang? Ich habe euch am Anfang gesagt, der Verschluss von der nächsten, also von der unteren, die man dran macht, kommt auch in die Mitte. Das habe ich genau ein einziges Mal gemacht. Und dann habe ich immer die Öse in die Mitte gemacht und den Verschluss nach unten. Das ist verkehrt rum. Und deswegen habe ich jetzt hier wie so ein Gürtel, wie so eine Beule, das wollte ich jetzt aber fürs Video nicht extra nochmal auftrennen. So sieht das Ganze dann aus.
Ich lasse es jetzt erstmal so und gucke, ob es mir gefällt. Weil so geht das natürlich mit den Maßen nicht auf. Jetzt ist es unten breiter als oben und in der Mitte. Deswegen achtet da bitte drauf, wenn ihr das so macht, dass ihr die Verschlüsse in die Mitte macht, beide. Und die Ösen kommen unten und oben hin von den einzelnen Nadeln. So ist aber jetzt erstmal fertig. Und eins habe ich noch, das ist schneller gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es genau klappt. Ich habe es nicht richtig hingekriegt. Und zwar habe ich da auch wieder ein Glas und habe mir hier einen ganz langen Draht, da habe ich Perlen aufgefädelt. Und das möchte ich jetzt hier drumherum machen. Ich werde mir das jetzt unten ein bisschen festzurren. So, und jetzt möchte ich mir den Draht hier drum wickeln, dass er allerdings hier unten bleibt. Da möchte ich mir das alles so ein bisschen zurechtbiegen. So, heute läuft so einiges schief. Ich habe es jetzt festgeklebt mit Heißkleber. In dem Fall würde ich euch natürlich empfehlen, kein echtes Teelicht zu nehmen, weil dann wird das Glas eventuell heiß und der Heißkleber schmilzt und dann fliegt es wieder ab. Aber ich denke, mit einem künstlichen Teelicht geht. Ich finde es richtig schön. Vielleicht kriegt ihr ja den Draht auch drum geformt, dass es so hält. Meine war etwas widerspenstig. Irgendwie läuft heute in dem Video einiges drunter und drüber. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, weil das unterstützt mich sehr. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert auch gerne meinen Kanal kostenlos und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habe ich das schon gesagt, welches euch am besten gefallen hat. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Fotos im Anschluss. Und ansonsten besucht auch gerne meinen Etsy-Shop, den habe ich euch unten verlinkt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!